Leute, wir sind angekommen bei Kirak. Es war ein endloses Serpentin-Gegurke und jetzt sind wir hier an diesem Parkplatz, der übrigens 300 kostet. 30 Euro ungefähr. Ist recht happig, aber uns wurde gesagt, das geht an den Staat, der hier sich um alles kümmert. Hiervon wird alles betrieben und naja, man fährt glaube ich nicht 2 Stunden dieses Gegurke, um dann zu sagen, 30 Euro ist mir zu teuer. Man kann nirgendwo anders parken, man muss hier parken. Ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht. Es ist ein riesen Parkplatz. Man denkt echt, man fährt an den Arsch der Welt. Fährt man aber nicht, man fährt in ein riesen Touristenzentrum und da sind wir jetzt genau drinne. So, wir latschen los. Das da hinter mir ist übrigens das Touristenzentrum. Seht ihr, ist relativ groß und die Wanderung zu dem Stein dauert wohl so 2,5 Stunden ungefähr, wird uns gesagt. 4,6 Kilometer sind das wohl und so sieht der Weg aus. Ja. Da haben wir 21 Minuten gebraucht. Ich denke, wir sind ganz gut in der Zeit. Was wir da jetzt gleich runter müssen und auf der anderen Seite wieder hoch. Ja, ich zeig sofort. Also wir sind jetzt hier über den Berg gegangen, um jetzt hier wieder runter zu gehen, um gleich da vorne wieder hoch zu gehen. Also eine Schikane in der Mitte. Hier seht ihr, ne? Hier geht es ins Tal runter, drüben geht es wieder hoch. Wahrscheinlich geht er die ganze Zeit so hoch und runter. Leute, wir sind gerade angekommen. So sieht das hier aus auf dem Weg zu diesem berühmten Felsen. Es ist so eine schmale Schlucht, wo man sich durchkämpfen muss. Und ich glaube, da vorne, zeige ich gleich, stehen die schon Schlange. Ja, und auf der anderen Seite geht es halt richtig runter. Ich zeige euch das mal kurz, was hier auch los ist. Das sieht nämlich weniger spektakulär aus, als man es von der anderen Seite sieht. Leute, ich stehe gerade auf diesem Stein. Auf beiden Seiten geht es richtig runter. Man kriegt schon richtig flaues Gefühl im Magen. Und ich gehe jetzt mal wieder. Ja, und das war er dann, der berühmte Stein im Felsen, der da so drinne steckt. Man kann auf beiden Seiten runter gucken, ist wirklich, wirklich tief. Da wird einem schon ein bisschen schummerig. Manche Leute trauen sich nicht so richtig. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Und Sabrina, wie fandest du es? Wie war, ja? War schon gruselig. Geht ja doch ein paar Meter darunter. Das hat man natürlich im Hinterkopf, aber hat sich gelohnt, der Aufstieg. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach unten. Ja, und dann 60 Kilometer Auto fahren. Die dauern hier nur leider 3 Stunden. Emergency Shelter, die Hütte, markiert mehr als den halben Rückweg. Wir sind gut dabei, wir haben eine Stunde gebraucht bis hier. Leute, wir sind fast zurück. Da vorne kommt das Touristencenter. Weit ist es nicht mehr. Und man sieht auch, der Parkplatz ist halb leer. Aber trotzdem gehen Leute jetzt erst los. Aber ich glaube, die campen dann da oben. Wir haben gerade mit welchen gesprochen, die haben auf jeden Fall gesagt, die campen da. Und ich denke mal, an der Plattform, da wo der Stein liegt oder hängt, da kann man super campen. Da ist alles flach. Endlich zurück am Auto. Ich bin völlig platt. Deshalb erstmal Nudeln. Wir campen jetzt hier. So, wir haben jetzt nochmal 120 Kilometer zurückgelegt und fahren jetzt zum Pulpit Rock. Wie heißt der nochmal? Preikestol. Zu Preikestol. Genau, da wollen wir heute Nacht, vielleicht morgen früh hin wandern. Und zwar fahren wir mit der Fähre darüber. Die fährt da gerade irgendwo rum. Ich weiß nicht, sieht man die? Es dürfte ziemlich klein im Bild sein.
Das ist eine kurze Überfahrt, 20 Minuten oder so. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Und dann nochmal 20 Kilometer. Dann sind wir da. Für heute. No matter what they call it.